Ja, ich hatte eine Frage an die Bundesregierung gestellt, was in dieser sogenannten Sicherheitssektorreform in Tunesien, wie Deutschland da beteiligt ist. Und in der Tat, in der Antwort heißt es unter anderem, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz Lehrgänge und Workshops zur Terrorismusabwehr macht. Außerdem ist auch der BND dort mit Vortragsveranstaltungen aktiv. Begründet wird das sozusagen mit Beratung des tunesischen Sicherheitsapparates. Okay, da steht dann also vor unserem geistigen Auge unser Bundesinnenminister und teilt uns mit, das sei ja nur in unserem Sinne, im Sinne auch der Sicherheit der EU im Allgemeinen und Deutschlands im Besonderen, wenn wir bereits im Trikot dafür sorgen, dass die dort tätigen Filialen von Al-Qaida unter Kontrolle gebracht werden. Und selbstverständlich muss der deutsche Geheimdienst dabei die Kollegen in Tunesien unterstützen. Naja, es ist natürlich jetzt mal die Frage, ob sich das dann immer nur auf Al-Qaida bezieht. Erstmal ist es ja so, dass der tunesische Sicherheitsapparat weitgehend ja noch Kontinuität hat, auch zur Ben Ali-Zeit. Auch damals, bis kurz vor des Umsturzes in Tunesien, gab es ja auch von deutscher Seite Unterstützung für Überwachungsabhörmaßnahmen des Sicherheitsapparates. Also ich sehe da eher auch eine Kontinuität, diesen sogenannten Sicherheitsapparat auch gegen die eigene Bevölkerung nach wie vor aufrechtzuerhalten. Haben Sie da mal drüber nachgedacht? Es könnte auch umgekehrt sein. Nach den überragenden Erfolgen des deutschen Verfassungsschutzes und Sicherheitsapparates in Sachen NSU, dass die Tunesier den Deutschen was beibringen. Ja, also ich meine, vielleicht nicht unbedingt aus dem Sicherheitsapparat, aber ich glaube, aus der Demokratiebewegung in Tunesien könnten wir sicher viel lernen hier. Das Problem ist einfach, dass im Vordergrund des Denkens hier offenbar der Bundesregierung steht, wie kann man sozusagen auch die tunesische Bevölkerung kontrollieren und nicht, wie kann man da einen Demokratisierungsprozess weiter vorantreiben. Und während des Umsturzes war ja die Hauptsorge der EU, dass es keine Flüchtlinge geben darf nach Europa. Also Frontex-Verschärfung. Frontex-Verschärfung, man hat ja auch kaum Leute aufgenommen. Wenn man das mal so vergleicht, den Umbruch 1989 in Osteuropa, wo man die Fluchtbewegungen ja auch als Teil dieses Umbruchprozesses begriffen hat im Westen und die Leute auch großherzig auch aufgenommen hat seitens des Westens, so ist das doch ganz anders gewesen bei diesen arabischen Bewegungen. Man hat die Grenzen zugemacht. Die ersten Verhandlungen, die dann stattfanden, waren halt, wie kann man verhindern, dass Leute aus Afrika rüberkommen nach Europa. Also das ist schon, glaube ich, sehr enttäuschend für die tunesische Demokratiebewegung. Machen wir einen kleinen Schritt weiter und in Richtung Bosporus in Kurdistan, im türkischen Teil Kurdistans, gab es zum kurdischen Neujahrsfest viele, viele Menschen, die gejubelt und getanzt haben. Man sah auch einen türkischen Premier Erdogan in bester Laune reagierend auf die Ankündigung Öcalans oder die Forderung an die kurdischen Kämpfer, sie möchten doch bitte den Kampf sofort einstellen und sich hinter die Grenzen zurückziehen. Ich kann mich gut erinnern, dass es schon vor Jahren nach der Verurteilung und Inhaftierung Öcalans immer wieder Gerüchte gab. Man habe ihm versprochen, wenn er einen solchen Schritt mache, komme er nach 15 Jahren frei. Jetzt sitzt er 14 Jahre fest und nun kommt diese Erklärung. Nur ein taktisches Mittel für ihn, um freizukommen und sobald er draußen ist, geht alles von vorn los. Also ich würde das schon etwas anders beurteilen. Also erstmal gibt es ja seit Januar wieder Gespräche zwischen dem türkischen Staat und über Öcalan halt mit der PKK. Ich habe das im Januar auch als vorsichtiges Wir Hoffnungszeichen, sprachen darüber, genau, ja. ja, ich habe das als vorsichtiges Hoffnungszeichen bewertet. Wird das jetzt auch so sehen? Es ist so, dass die türkische Politik der sogenannten Terrorismusbekämpfung ja auch gescheitert ist im Sinne halt, dass die Strategie der AKP, die Kurden sozusagen als sunnitische Brüder, als Glaubensbrüder
zu integrieren in die AKP und gleichzeitig die BDP, die eher PKK-nahe politische Organisation der etwa der Hälfte der kurdischen Bevölkerung zu isolieren, dass diese Strategie gescheitert ist, was sich auch in den Wahlen ausgedrückt hat, zum Beispiel vor anderthalb Jahren, wo man sagen kann, dass gut die Hälfte der Menschen in den kurdischen Gebieten die BDP gewählt haben und auch viele Bürgermeister gewählt haben und so weiter. Also diese Isolationsstrategie und gleichzeitige Integrationsstrategie der Kurden ist gescheitert und die kurdische Bewegung ist einfach stärker denn je und von daher muss es auch im Hinblick auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen, Erdogan will ja Präsident werden und er möchte schon gerne als jemand sozusagen antreten, der den Konflikt gelöst hat, muss es da irgendwie einen Strategiewechsel geben. Wie ernst man das jetzt nehmen macht, da bin ich auch vorsichtig. Wobei ich ja immer in solchen Fällen dafür bin, weniger zu spekulieren, sondern pragmatischer zu sein, denn auch ein oder zwei Jahre Frieden und Ruhe an der Front und vor allem aber Frieden und Ruhe in den kurdischen Dörfern und Kleinstädten können natürlich dafür sorgen, dass die Leute erst recht die Nase voll haben von all der Gewalt und sagen, wer auch immer jetzt versucht, danach wieder zur Gewalt zurückzukehren, trifft dann erst recht auf den Widerstand nicht nur der Gegenseite, sondern auch der breiten Bevölkerung. Das ist richtig, ja. Also das sehe ich auch so. Und man muss aber auch dann sagen, dass die Gewalt wirklich auch von allen Seiten aufhören muss. Die PKK muss sich dann wirklich zurückziehen, aber auch Operationen und Angriffe des türkischen Militärs müssen eingestellt werden. Und der Grauen Wölfe. Und der Grauen Wölfe natürlich. Ja. Da würde man sich ja durchaus freuen darüber, wenn die eine oder andere prominente Nase auch mal im Knast sitzen würde. Das wäre unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten sicherlich sehr wünschenswert. Also ich denke mir, das wäre auch wünschenswert oder intelligent aus Sicht Erdogans. Wenn er tatsächlich beweisen will, dass er es ernst meint, dann muss er auch rechte terroristische Organisationen im Umfeld des Militärs verfolgen. Ja, das hat ja auch, ich meine, ich habe jetzt den Vorgang mir nicht genau angeschaut, aber es gibt ja immer wieder in so Schlüsselsituationen plötzlich wieder Anschläge, so auch jetzt vorgestern wieder in Ankara und die darauf abzielen, eigentlich einen Friedensprozess zu sabotieren, dem muss natürlich nachgegangen werden. Genauso wie auch, das muss man einfach auch nochmal erwähnen, hier diesen furchtbaren Morden in Paris an den drei kurdischen Repräsentantinnen. Was hören Sie über jetzt eher gewerkschaftsnahe Linke, andere demokratische Oppositionskräfte in der Türkei? Erleben auch Sie Erdogan auf einmal als mildtätigen Landesvater oder beschränkt sich das auf die Kurden? Ganz im Gegenteil. Also die Kurden empfinden bislang Erdogan auch nicht als mildtätigen. Das muss man wirklich klar sagen. Es sind ja auch nach wie vor sehr viele kurdische Bürgermeister, über 20 Bürgermeister, Abgeordnete, noch nach wie vor 5 Abgeordnete und tausende Aktivistinnen in Haft auf Grundlage dieser sogenannten KCK-Prozesse. Gewerkschafter, Journalisten in der Türkei sind doch verstärkt nochmal in den letzten Wochen und Monaten verhaftet und verurteilt worden. Das heißt, dort ist von der Liberalisierung überhaupt nichts zu spüren. Nein, dazu kann man nicht sagen. Und das muss man auch sagen, das sieht ja auch die Europäische Union so. Der Fortschrittsbericht, der jetzt im letzten Herbst gekommen ist zu den Beitrittsverhandlungen, war der kritischste bislang. Und auch im Europarat diskutieren wir gegenwärtig über die Entwicklung in der Türkei. Und das wird auch doch sehr kritisch gesehen, was da gerade passiert. Während man gleichzeitig sogar bis ins Kanzleramt auf einmal beginnt, darüber nachzudenken, ob die Türkei auch ökonomisch der EU nicht vor allem als Brücke in den Orient gut tun würde, wenn man alle Aspekte abwägt und über das Eintrittsgesuch der Türkei für die EU nachdenkt, wie würde sich die Linksfraktion heute entscheiden? Also wir haben eigentlich eine klare Position, was die Beitrittsverhandlungen angeht. Ich bin ja auch für die Fraktion zuständig. Es gibt ja bestimmte Kriterien, die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Nach denen man Ungarn eigentlich rausschmeißen müsste? Nachdem man Ungarn zumindest suspendieren müsste gegenwärtig. Und das
kann ich vielleicht an der Stelle auch erwähnen, ich habe auch im Europarat einen Antrag gestellt, Ungarn in ein Monitoring-Verfahren aufzunehmen. Das wäre das erste Mal in der Geschichte des Europarates, dass ein EU-Mitgliedsland aufgenommen wird. Das wird im April entschieden, in der Sitzung Ende April. Das wird sehr, sehr spannend. Was die Türkei angeht, ich finde, man muss einfach klare Kriterien, objektive Kriterien hinsichtlich Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie einhalten und die nicht sozusagen immer unter geostrategischen, vordergründigen Gesichtspunkten beiseite schieben. Oder wenn man dann doch wieder sagt, die Türkei, wie so die CSU etwa sagt, die Türkei ist ja gar nicht christliches Abendland, die wollen wir nicht. Eigentlich ist das ein Trauerspiel, muss ich sagen, was in diesen Beitrittsdebatten stattfindet. Die Gemengelage hier im Bundestag ist ungefähr so, dass SPD und Grüne die Beitrittsverhandlungen wieder vorantreiben wollen, neue Dynamik da haben wollen, aber dann schweigen, um das zu legitimieren, schweigen zu dem, was da passiert. Naja, ich denke, wenn man dort die Fraktionen im Moment befragen würde, würde auch ein sehr uneinheitliches Ergebnis rauskommen. SPD und Grüne würden die Beitrittsverhandlungen wieder beschleunigen wollen. Und ich sage mal, uneinheitlich ist es vor allen Dingen in der CDU-CSU. Dort ist es halt so, dass die CSU eher so in Richtung Rechtspopulismus geht und sagt halt, die haben mit Europa gar nichts zu tun. Naja, aber ich meine, Mutti denkt ja anders. Und selbst Menschenrechtler in der Umgebung von Kanzlerin Merkel sagen ja ganz pragmatisch, Leute, wir sehen es anders, wenn die erstmal drin sind oder versuchen ernsthaft bei uns reinzukommen, dann werden über diesen Prozess genau die Veränderungen in Sachen Menschenrechten möglich, von denen wir die ganze Zeit vorher nur in Akklamationen gefaselt haben. Ja, aber dann muss man da auch ernsthaft daran gehen. Also das ist ja das Problem. Ich war ja auch im Ausschuss in der Türkei mit in Gesprächen, dass alles, was dann angesprochen wird, ist die Frage der Christenverfolgung in der Türkei. Okay, mag es auch geben, ist aber, ich sag mal, in der Dimension gesellschaftlich, zum Beispiel zum Kurdenkonflikt, zum Konflikt mit den Aleviten, zu den Massenverhaftungen der Journalisten, der Gewerkschafter, zu der undemokratischen 10%-Hürde, die es nach wie vor gibt und so weiter und so fort, eher ein Randthema. Also das Thema Kurden kam in den mehrtägigen Ausschussreise, existierte nicht. Beispielsweise, ich habe das natürlich mal angesprochen, ja, aber von Seiten der anderen Fraktionen existierte es damals nicht. Das ist doch sehr erstaunlich. Ja, aber das passt in die Logik. Man schweigt dazu. Man benennt halt ein Proforma-Thema. Ich sag mal, ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber sozusagen die Christenverfolgung, das ist ja dann auch immer ein beliebtes CDU-Thema. Aber alles andere wird ausgeblendet. Kurze Ergänzung noch, was sagen eigentlich die kurdischen Politikerinnen und Politiker zur EU? Es ist für mich natürlich auch, wenn ich dort unten bin, also das Häufigste, was ich höre, ist, warum schweigt Europa? Ja, ich komme irgendwie nach Diyarbakir und dann wird wieder mal eine friedliche Menschenmenge mit ohne Vorankündigung, mit Tränengas beschossen, habe ich mehrfach erlebt. Und dann fragen mich die Leute, warum schweigt Europa?